Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich natürlich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es kam jetzt in den letzten Tagen nicht so häufig Videos leider von mir, aber ich habe es euch ja schon erklärt. Ja, wir hatten ein Adventskonzert vorzubereiten, das haben wir jetzt gut hinter uns gebracht vom Frauenchor. Dann hatten wir unsere interne Weihnachtsfeier, wo ich auch voll involviert war und ja, jetzt komme ich so langsam zur Ruhe und wie das so ist, plötzlich kommt irgendwas. Also bei mir ist es irgendwie Schnupfen. Irgendwie habe ich so einen leichten Erkältungsschnupfen mir eingefangen. Naja, aber dafür scheint heute die Sonne, tolles Wetter und ich habe jetzt Zeit. Ich war allerdings heute schon, wir haben jetzt mittlerweile schon 4 Uhr. Nee, stimmt gar nicht, 20 vor 4. Und ja, ich war heute den ganzen Vormittag unterwegs und hatte meine Brille auf. Also nicht wundern. Hier diese tollen Druckstellen hier an der Nase hier oben, das kommt von der Brille. Weil beim Autofahren brauche ich die Brille und beim Fernsehen gucken, aber so für die Nähe halt nicht. Ja, ihr Lieben, ich habe mich mit dem Kaffee bewaffnet. Ich freue mich jetzt total auf dieses Video. Das war auch schon viel eher geplant, aber wie gesagt, ich hatte leider keine Zeit. Ach, aber jetzt freue ich mich drauf. Ja. Ich habe ein bisschen Zuschauerpost und freue mich, ihr wisst es, meine Postfachadresse findet ihr immer unter den Videos. Da dürft ihr mir dann Briefe oder eine Postkarte schicken. Und immer wieder mal hatte ich was in meinem Postfach drin und das möchte ich euch jetzt zeigen. Also ganz, ganz lieben Dank an euch da draußen, die ihr mir was schickt. Ich freue mich immer riesig. Ich fange mal mit den Postkarten an. Da hatte ich nämlich drei Karten. Ja, drei Postkarten. Ich fange mal mit dieser wunderschönen Karte an. Ja, wenn man das so sieht, also da wäre ich jetzt auch gerne. Aber ob ich da jemals hinkomme, ich mit meiner Flugangst, ich weiß es nicht. Schaut mal, herrlich, oder? Ich lese mal vor. Liebe, liebe Grüße aus Thailand. Und dann steht hier noch Koh Samui. Steht das hier auch? Ja, genau. Koh Samui, Thailand. Die Insel ist wunderschön, die Leute alle sehr nett. Auf viele weitere Videos, Martina, in Klammern Miss Funky 1. Ja. Ja, Martina, ganz, ganz lieben Dank. Und ich werde mich jetzt auch wieder bemühen, mehr Videos zu drehen, weil ich das total vermisse. Und ja, traumhaft schön. Ich denke mal, du bist jetzt wieder zu Hause. Vermute ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht. Abgestempelt am 15.09. Naja, die wird auch eine Weile unterwegs gewesen sein, die Karte. Ja, ich hoffe, du hattest einen tollen, tollen Urlaub und ganz lieben Dank für deine Postkarte. Ich finde ja auch immer, ich bin ja auch so eine kleine, früher war das ganz krass, Briefmarken. Ich habe einige Briefmarkenalben und freue mich immer, wenn ich dann auf euren Briefen oder Karten ja so schöne Briefmarken habe. Ja, gut, die nächste. Die kommt aus Paris, aus Frankreich. Da war ich auch schon. Wir hatten damals in der Grundschule so einen Schüleraustausch mit Rosé. Da war ich zweimal. Auch eine wunderschöne Karte. Hier haben wir den Eiffelturm. Sehr schöne Sehenswürdigkeiten. Ist das der Haut Champs-Élysées? Ich glaube. Ich lese mal vor. Hallo Nadine. Ich hatte dir vor kurzem schon einmal geschrieben. Ich bin im Moment in Paris. Dort kann man sehr viele bekannte Orte besuchen. Und Beauty-Produkte gibt es hier in Massen. Liebe Grüße, Lenina. Ja, der Name sagt mir was. Also Lenina, ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich riesig. Ich denke, auch du wirst wahrscheinlich jetzt nicht mehr in Paris sein, sondern wieder zu Hause. Und total lieb, dass du ja im Urlaub an mich gedacht hast und mir diese tolle Postkarte zugeschickt hast. Ich freue mich riesig darüber und hoffe, du hattest eine schöne Zeit und du hast recht. Frankreich, Paris hat also sehr viele schöne Sehenswürdigkeiten und ja, ich denke, da werde ich auch irgendwann noch mal hinkommen. Ganz, ganz lieben Dank für deine tolle Postkarte. So, die letzte Karte, auch sehr schön bunt, da war ich noch nie, kommt aus England. Und ich glaube, hier sehen wir London. Ja, auch eine sehr, sehr schöne Karte. Und da steht auch oben drauf, darfst du vorlesen. Wer das jetzt noch nicht so mitbekommen hat, wenn ihr mir nichts drauf schreibt, dann lese ich es vor. Dann gehe ich davon aus, dass ich es in einem Video vortragen darf. Ich hatte jetzt einen Brief in meinem Postfach, da stand dann drauf, bitte nicht im Video vorlesen. Ja. Okay. Hallo, liebe Nadine. Schöne Grüße aus London ins Sauerland. Vielen Dank.
Ich wollte dir schon immer mal schreiben, doch bin ich nie dazu gekommen. Aber jetzt, wo ich mit meiner Freundin in London bin, dachte ich mir, dass ich dir unbedingt schreiben muss. Ich liebe deine Videos, besonders die langen. Dankeschön, das freut mich sehr. Du bist so ein toller Mensch. Du verstellst dich nicht und das finde ich toll an dir. Liebe Grüße, Kira. In Klammern 13. Liebe Kira, finde ich total klasse von dir, ja, dass auch du an mich gedacht hast und mir geschrieben hast aus London. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit, du und deine Freundin. Und vielen Dank, ja, einfach, dass du meine Videos schaust und vielen Dank auch für deine lieben Worte. Und du hast recht, ich verstell mich wirklich nicht, ich bin so. Und finde das einfach toll und freue mich, dass das gut ankommt bei dir. Und ja, herzlichen Dank für deine lieben Worte. So, und jetzt habe ich zwei Briefe. Moment, da schreibt mir eine Maike einen Brief. Und ich habe mir hier schon ein Messer hingelegt. Bin ich ja mal gespannt. Schauen wir mal. Ganz vorsichtig öffnen. Ich hatte auch irgendwo mal einen schönen Brieföffner. Den finde ich zurzeit gar nicht. Gut. So, oh, da habe ich beides. Eine Karte und einen Brief. Ich liebe Norderney. Ach, wie schön. Schaut mal. Ja, auf Norderney war ich auch schon mal, ein, zwei Mal. Sehr, sehr schöne Insel. Du kannst den Brief vorlesen, wenn du das möchtest. Lies ihn aber bitte vor, einmal alleine. Ach, wie süß. Das hat sie mir hier auf die Karte geschrieben. Ja, gut. Oh, das ist aber auch... Ach, du ahnst es nicht. Das ist ganz viel Text. Okay, ich lese da mal eben kurz für mich alleine. So, jetzt habe ich mir deinen schönen langen Brief durchgelesen, liebe Maike. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einiges vorzulesen. Nicht alles, aber einiges. Und ich fange mal an. Liebe Nadine, ich schicke dir die herzlichsten Grüße von der dir bekannten, für mich seit 21 Jahren schönsten Insel der Welt, Norderney. Ja, die ist wirklich ein Traum. Da hast du recht. Ich wollte dir einmal danken für die wundervollen Videos von dir. Deine Zuschauer, so auch ich, kennen dich ja ganz gut. Du uns hingegen sehr wenig. Wie sollte das auch gehen bei so vielen Abonnenten? Glückwunsch dazu, das hast du dir recht echt verdient. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Ja, da hast du recht. Ihr kennt mich schon sehr gut. Ja, ist klar, ne? Aber ja, es ist Wahnsinn. Und ich danke euch allen, auch die immer wieder neu dazukommen. Ich hätte nie früher, als ich damals angefangen habe, wirklich nicht damit gerechnet, dass ja doch so ein paar mehr meine Videos gerne schauen. Und das freut mich wirklich sehr und da bin ich auch sehr dankbar. Ich lese mal weiter. Deshalb einmal kurz zu mir. Ich heiße Maike, bin 21 Jahre alt, komme aus Hannover, mache eine Ausbildung zur staatlich geprüften Kosmetikerin und habe einen Freund, der im Sauerland arbeitet. Ja. Das finde ich ja toll. So klein ist die Welt, ne? Und du machst jetzt eine staatlich geprüfte Kosmetikerin. Dann kann ich ja was von dir lernen, bestimmt. Ja, ich hoffe, wenn ich mich hier vor der Kamera... Wie gesagt, viele wissen das vielleicht gar nicht. Ich mache ja viel oder ich schminke mich auch gerne vor der Kamera. Probiere mich ja gerne aus in meinen Lidschattenlottos. Aber ich sage das ja manchmal dazu. Ich habe nie was gelernt in Richtung Kosmetikerin oder so, ne? Nee, ich gucke mir einiges ab und probiere mich einfach aus und habe Spaß daran und daran möchte ich euch halt teilnehmen lassen. Und ja, finde ich toll. Da wir seit 3 Jahren eine Fernbeziehung führen, habe ich auch schon so einiges im Sauerland unternommen und erlebt. Daher kenne ich diese schöne Heimat schon ganz gut. Jedes Mal, wenn ein Video von dir online kommt, freue ich mich tierisch. Vor allem, wenn es wieder ein ganz langes ist. Ja, vielleicht freust du dich. Ich weiß jetzt nicht, wie lang dieses hier wird, aber ich denke bestimmt auch über eine halbe Stunde, würde ich mal von ausgehen. Denn es ist immer, als würde man sich mit einer guten Freundin treffen und einfach quatschen, bis der Arzt kommt und es sich gut gehen lassen. Das finde ich klasse, bis der Arzt kommt. Man merkt, wie du mit Leidenschaft und Herzblut bei der Sache bist und wie viel Mühe du dir immer gibst. Ob beim Bügeln, Autofahren... Oder spazieren gehen. Ich schaue dir immer gerne zu. Es macht einfach immer Spaß, dir zuzusehen. Und man hat immer das Gefühl, herzlich in deine Stube eingeladen zu sein.
Ja, das freut mich wirklich sehr. Ja, dass dir alle meine Videos so gefallen, sei es Schminken oder einfach, ich muss auch mal wieder mehr einfach so ein Labervideo oder so ein Follow Me Around machen, ja. Das ist auch zu kurz gekommen. Ich verfolge deinen Kanal jetzt schon seit 1,5 Jahren, Gott sei Dank. Denn so habe ich immer noch Videos, die ich schauen kann, wenn ich unter Entzug zwischen deinen Videos leide. Das ist ja prima. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Ja klar, verstehe ich schon. Du lässt deine Zuschauer an deinem Leben teilhaben, ob es dir gut geht oder schlecht geht. Das finde ich großartig, denn das Leben ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Da hast du vollkommen recht. Aber auch wenn es dir gut geht, lässt du uns daran teilhaben. Danke dafür. Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Ja, jetzt, Moment. Jetzt wollte ich hier weiterlesen. Dann schreibt sie noch, es war nicht die schönste Karte, die ich gefunden habe, aber ich dachte, auf der kannst du noch ein bisschen was sehen, was dir von deinem Urlaub noch bekannt vorkommt und dich an deinen Urlaub auf der Insel erinnert. Ja, da hast du recht. Ich schreibe dir meine E-Mail und meine richtige... Okay. Ganz liebe Grüße und danke für alles, deine Maike. PS, der Verlust deines guten Freundes tut mir sehr leid, aber auch da möchte ich dir danken, dass du uns immer ein Stück weit mitnimmst in dein Leben. Ja, danke, danke, liebe Maike. Und jetzt hat die liebe Maike noch Folgendes gemacht. Die Karte einfach hierher legen. Ne? Seht ihr, hier hat sie so ein freies so ein Feld und wenn ich jetzt die Karte hier rauflege, dann hat sie mir hier hingeschrieben, ja, was man auf der Karte gerade sieht. Ne? Hier zum Beispiel hier oben die Strandpromenade in der Milchbar. Also finde ich eine tolle Idee. Ne? So weiß ich jetzt genau, was da alles so ist. Die Oase, der Kurplatz, Weststrand, der Leuchtturm. Ganz, ganz tolle Idee. Und ganz, ganz lieben Dank wirklich für alles. Ja, für deinen tollen Text. Und ich freue mich da mega drüber. Und wie gesagt, das erzähle ich ja auch schon mal, wenn ich Zeit habe, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann greife ich gerne zu euren Briefen, zu euren Karten und lese mir das durch, weil, ja, das tut einfach gut und dafür möchte ich euch ganz lieb danken. Also, liebe Maike, ich danke dir für deine tolle Post und drücke dir die Daumen, dass du die Ausbildung gut schaffst. Und ja, alles Gute dafür. Ja, kannst ja vielleicht immer noch mal kurz dich melden oder so und mal, oder noch mal schreiben, wie es da so aussieht. Ganz lieben Dank. So, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Brief. Da finde ich die Briefmarken ja klasse. Schaut mal. Asterix und Obelix. Die finde ich so, so klasse, die Briefmarken. Nee, muss ich mir ablösen. Die werde ich auf jeden Fall ablösen. Die habe ich noch nicht so gesehen. Es ist ein ziemlich dicker Brief und irgendwie fängt gleich meine Nase wieder an zu laufen, glaube ich. Ich habe jetzt keine Lust auf eine dicke Erkältung. Mach mir gleich mal einen Tee am besten, so einen Zitronentee oder so. Was haben wir denn hier? Ja, ja, ja. Oh, das ist ja lieb. Das ist mein absoluter Lieblingskaffee. Wenn du Schokolade magst und süß, wirst du ihn lieben. Viel Spaß beim Probieren. Das ist von Nescafé Choco Cappuccino. Schaut mal. Einfach in eine Tasse schütten und 150 Milliliter heißes Wasser darüber gießen und verrühren. Hat es mir extra draufgeschrieben. Werde ich auf jeden Fall trinken. Ich glaube, den hatte ich sogar schon mal. Und ich trinke zwischendurch ja sowieso auch gerne Cappuccino. Choco Cappuccino, sehr, sehr lecker. Vielen, vielen lieben Dank. Du darfst alles vorlesen. Das finde ich prima. Oh, auch das scheint mir ein langer Brief zu werden. Oh, eine tolle Schrift. Es sind 2 Seiten. Oh ja. Okay, ich darf alles vorlesen, dann tue ich das auch sehr gerne. Hallo liebe Nadine. Nach circa 2 Monaten bekomme ich es endlich mal wieder hin, dir einen Brief zu schreiben. Dieses Mal habe ich leider nicht viel für dich, aber auf jeden Fall eine kleine Kleinigkeit. Das hier ist für mich eine große Kleinigkeit. Ne? Du verstehst?
Wie geht es dir und deinen Lieben denn so? Mir geht es soweit gut. Ja, so im Moment, die letzten Tage waren sehr, sehr stressig. Wie gesagt, viel unterwegs und jetzt komme ich so langsam zur Ruhe. Mein Schatzi hat Urlaub. Und ja, jetzt wollen wir mal ein paar schöne Tage verbringen auch. Und ja, bis auf den Schnupfen geht es mir eigentlich soweit ganz gut. Und ich freue mich jetzt und hoffe, ich habe jetzt wieder mehr Zeit zum Videos drehen. Ja. Ich schaue gerade dein aufgebraucht Oktober 2015, was wird nachgekauft Video. Nebenbei ein kleiner Tipp. Die neuen Manhattan Nagellacke sind meiner Meinung nach top. Bei mir halten die 6 Tage ohne abzusplittern. Ja, du meinst die in diesen neuen Fläschchen. Guck mal, ich habe hier durch Zufall einen stehen, den wollte ich nämlich, nee, den habe ich letztes Wochenende lackiert auf unserer Weihnachtsfeier. Das ist, du meinst diese hier, ne? Ich finde auch die Flaschenform sehr stylisch und bei mir halten sie zwar nicht 6 Tage, je nachdem wie viel ich putze und so, aber sie halten schon eine Weile. Ja, das ist die 650 Red Redilicious. Die 650 ist so ein schönes Rot mit so einem leichten Goldschimmer. Also ich mag die auch. Mhm. Letzte Woche habe ich noch in der Türkei am Pool gelegen. Da würde ich jetzt gerne wieder hin. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, hätte ich jetzt auch nichts dagegen. So ein Strand, ein bisschen Sonne und ein Pool wäre schon cool. Gestern habe ich einen Text geschrieben und falls du diesen lesen möchtest, habe ich ihn dir abgeschrieben und hier beigelegt. Wenn du möchtest, kannst du ihn für dich alleine lesen oder auch direkt hier laut lesen. Ich habe ein paar Sprichwörter mit eingebaut, die ich sehr schön finde. Dann viel Spaß beim Lesen. Bleib so wie du bist, denn so bist du am besten. Liebe Grüße, Rebecca. Liebe Grüße auch an Olaf und Puma. Werde ich gleich ausrichten. Wie gesagt, mein Schatzi hat jetzt Urlaub. Ach, vielen lieben Dank, Rebecca, für deine tollen, tollen Worte. Und jetzt haben wir hier so, ich kann ja ein bisschen was vorlesen, weil, was hast du denn? Bin ich perfekt? Fragezeichen. Diese Frage stelle ich mir so oft, aber ich kann sie mir nie beantworten. Oder bin ich gut genug für irgendetwas? Ich weiß es nicht. Man sagt, nichts ist perfekt. Aber wenn man sagt, etwas ist gut genug, dann ist das doch irgendwie perfekt, oder? Ich weiß es nicht. Ich stelle mir sehr oft die Frage, was andere von mir halten, ob sie mich mögen, wie ich bin. Aber eine Antwort darauf habe ich noch nicht. Klar sagen mir meine Freunde, dass ich perfekt sei. Aber wer kann mir sagen, ab wann man perfekt ist? Ab wann ist man eigentlich hässlich oder hübsch? Warum sagt man zu Menschen eigentlich, dass sie hässlich seien? Es gibt kein Gesetz, wo gesagt wird, ab wann man hässlich ist. Jeder Mensch ist auf seine eigene Art wunderschön. Meine Rede. Genau, da bin ich voll auf deiner Seite. Kommen wir zu dem Perfekt zurück. Ab wann ist man perfekt? Wenn man beliebt ist? Wenn man viel Geld hat? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, auch wenn mir viele sagen, dass ich es sei. Ich bin vielleicht gut genug für meine Freunde, die mich lieben und schätzen, so wie ich bin. Aber ich weiß auch, dass nicht jeder mich mögen wird. Und ich weiß, dass mir genau das egal sein sollte. Aber das ist es nicht. Warum auch immer. Jeder sollte zufrieden mit sich sein, mehr nicht. Und ich bin mit mir zufrieden. Ich bin auf meine eigene Art und Weise ein perfekter Mensch. Auch wenn das nicht jeder so sehen wird. Ich bin zufrieden mit mir, so wie ich bin. Und das ist gut so. Jetzt habe ich doch alles vorgelesen. Du hast eine wunderbare Schrift und ich muss sagen, das ist einfach klasse. So wie du das geschrieben hast, es hat Spaß gemacht vorzutragen, war. Und da bin ich voll auf deiner Seite. Was ist perfekt? Niemand ist perfekt und gerade das macht jeden Menschen doch interessant und liebenswert. Und gerade, was ich immer sage, ist, man sollte auch zu seinen Schwächen stehen. Ich sage euch ja auch, Englisch ist nicht so meins. Jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen. Jeder Mensch ist auf seine Art und Weise wunderschön. Und ich mag, weiß ich nicht, ich fand das jetzt gerade so toll. Man konnte das so schön lesen und ich danke dir dafür. Und diesen Zettel werde ich jetzt erstmal zur Seite legen. Den werde ich mir heute Abend, wenn ich im Bett liege, nochmal durchlesen. Also liebe Rebecca, vielen, vielen lieben herzlichen Dank für deinen Brief, für diesen tollen Text. Bin ich perfekt? Finde ich klasse. Ne, ich bin auch nicht perfekt. Will ich aber auch gar nicht sein.
Und hier, den werde ich mir auch noch trinken. Vielleicht nehme ich mir den sogar mit zum Chor. Heute ist nämlich Dienstag und jetzt juckt... Oh, ich hoffe, ich muss jetzt nicht niesen. Oh, Menno, die Nase juckt. Entschuldigung. Ich sag ja, ein bisschen erkältet bin ich. Gott, ganz, ganz lieben Dank, Rebecca, und liebe Grüße. Ja, und jetzt fange ich an. Jetzt haben mich 3 Versandtaschen erreicht. Total süß. Schaut mal, mit richtig tollen, süßen Aufklebern hier mit der Eule, dem Eichhörnchen und dem Fuchs. Habt ihr meine Postfachadresse gesehen? Genau. Absender ist aus Oberhausen. Melanie. Kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich finde das, ich hätte nie gedacht, dass mir von euch wirklich welche mehrmals schreiben. Ich denke, ach ja, dann kriegst du einmal Post, ne? Und es ist auch schon weniger geworden. Und ich freue mich deshalb immer umso mehr, wenn ich dann beim Postfach bin und ja, ein Brief oder eine Karte drin ist. Freue ich mich natürlich. Und habe ja jetzt auch mehrere Wochen, ich weiß gar nicht, wann hatte ich denn das letzte Zuschauerpostvideo? Weiß ich jetzt. Ach, du ahnst es nicht. Ja, 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 ja. Eieiei. Das ist ja hier lecker, lecker. Moment, kein Brief. Nee, aber Moment. Hier klebt was. Hi Nadine, ich habe im Urlaub an dich gedacht und dir aus Kreta Teebeutel mitgebracht. Hoffentlich schmeckt's, Melli. Ach Melli, du bist ja süß. Im Urlaub Teebeutel. Ach, das finde ich klasse. Und das sind wahrscheinlich Tees, die ich gar nicht so kenne. Sie hat mir ganz viele Teebeutel hier. Und hier, wo der Zettel drauf klebt, ist Pickwick Camomille, also Kamillentee. Den kann ich sehr gut gebrauchen. Ich gucke gerade, ich habe ja auch gar keinen... Ich glaube, ich muss mir gleich erstmal die Nase putzen. Mit Kamillentee inhaliere ich sehr gerne. Also das habe ich, denke ich mal, heute Abend oder morgen Abend, wenn die Nase zugeht, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Aber da habe ich losen Kamillentee, den nehme ich aus der Apotheke, der ist besser zum Inhalieren. Ich trinke auch Kamillentee sehr gerne. Also, ja, freue ich mich. Vielen Dank. Jetzt hat sie mir nochmal von Pickwick, Moment, noch einmal Kamomille, also Kamillentee. Dann von der gleichen Sorte Ceylon. Ach, was war denn nochmal Ceylon? Schwarzer Tee? Grüner Tee? Pfefferminz, oder? Moment, ich hole mal einen Beutel raus, den trinke ich dann gleich. Nee, ich glaube, das ist schwarzer Tee, ne? Ach, ich rieche im Moment nicht so gut. Trinke ich im Moment auch, habe ich mir jetzt 2, 3 Sorten schwarzen Tee gekauft. Einmal, ich glaube, bei Rossmann und im DM. Ich hatte früher schon vor ein paar Jahren so eine Phase. Da habe ich sehr häufig, mehrmals am Tag, so 2, 3 Mal am Tag, schwarzen Tee mit braunem Kandiszucker und Milch. Oh, liebe ich im Moment wieder. Werde ich heute ausprobieren. Vielen Dank. Dann hat sie mir noch reingepackt. Was ist das? Decaf? Decaf? Ach, das ist. Ist das Kaffee? Moment. Instant Kaffee, ja prima. Von dieser Marke kenne ich gar nicht. Halte ich das jetzt richtig rum? Natürlich nicht. So, 2 Beutel kenne ich nicht, aber Instant Kaffee mache ich mir auch sehr gerne, so auf die Schnelle. Und werde ich bestimmt, ja, vielleicht auch heute Abend, kurz vorm Chor, mache ich auch oft. Kurz bevor ich zum Singen fahre, trinke ich nochmal einen Kaffee. Mhm. Vielen lieben Dank. Dann habe ich hier nochmal von Pickwick. Oh, Sweet Strawberry. Also, lecker, lecker Erdbeere. Von der Marke habe ich, glaube ich, auch noch nie was getrunken. Freue ich mich deshalb umso mehr, dass ich die ausprobieren darf. Und nochmal von der Marke Juicy Peach, also Pfirsich. Hört sich auch total lecker an. Herrlich. Dann nochmal von der Marke, das ist grüner Tee. Green Tea pur. Grüner Tee ist ja auch sehr, sehr gesund. Ich habe mir jetzt auch weißen Tee gekauft. Auch sehr lecker. Aber die dürfen nur, huch, bleibst du hier, die dürfen ja nur 2 bis 3 Minuten ziehen. Wahnsinn. Und dann nochmal von Pickwick Forest Fruit. Sieht auch sehr lecker aus. Früchtetee. Mann, geht's mir gut. Was haben wir hier? Dann habe ich noch 2 Beutel Aqua Premium Tee. Englischer Tee. Wow, Special Blend Tea. Schaut mal. Ist das dann auch schwarzer Tee? Ich weiß es jetzt nicht. Aber ich werde es probieren.
Jetzt weiß ich gleich gar nicht, was ich zuerst ausprobieren soll. Cappuccino, Tee, Instant-Kaffee. Also Melli, ganz, ganz liebe Grüße an dich und vielen, vielen lieben Dank für den Tee. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgelesen. Auf Kreta warst du. Da war ich noch nie. War bestimmt schön, oder? Ja, also herzlichen Dank. So, jetzt habe ich noch zwei Versandtaschen. Die vorletzte kommt von einer Emma aus Deggendorf. Kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Emma, eine weiße Versandtasche. Hast du mir vielleicht auch schon mal was zugeschrieben? Ich weiß nicht, ich glaube, du hast mir auch schon mal geschrieben, oder? Emma. Emma finde ich auch einen total schönen Namen übrigens. Total süß. Oh, ich werde nicht mehr. Oh, das riecht hier schon. Das sollt ihr nicht. Ich werde nicht mehr. Ich sehe ganz tolle Sachen hier. Ja, ist denn schon Weihnachten? So, das war's. Jetzt gucken wir mal. Zwei Karten. Schöne Grüße vom Bodensee. Oh, da war ich auch noch nie. Ach, sieht das toll aus. Schaut mal hier. Wunderschön. Lindau am Bodensee. Ach, das sieht ja... Ja, also das ist ja wirklich Erholung pur, glaube ich, wenn man da Urlaub macht. Und wenn du da wohnst, hast du die Erholung direkt vor deiner Haustür. Ich lese mal vor. Hallo Nadine, ich weiß, dass dir die Postkarte gereicht hätte. Stimmt. Aber ich benutze die Yankee Candle Tarts nicht. Ehrlich jetzt nicht. Bin eher der Teelichttyp, deswegen schicke ich sie dir. Im September war ich in Lindau, eine wunderschöne Stadt, echt zu empfehlen. Du bist eine wirklich tolle YouTuberin und ich liebe deine langen Videos. Dankeschön. Schöne Grüße aus Niederbayern, deine Emma. Vielen, vielen lieben Dank. Also das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe noch nie jemanden gehört, der keine Yankee Candle Tarts mag. Du bist ja verrückt. Oh, Dankeschön. Da hat sie mir von Yankee Candle Black Cherry. Ich glaube, das hatte ich schon mal oder habe es auch noch. Und das riecht wirklich himmlisch nach Kirsche. Oh. Ich liebe das. Und Soft Blanket. Das hatte ich auch schon mal und das riecht auch so, so toll. Es ist so ein sauberer Duft. Ich mache mal hinten offen. Ja, das riecht so nach Wäsche frisch. Ach, ist der Hammer. Garden Sweet Pea. Ich glaube, das kenne ich noch nicht. Ich glaube, den hatte ich noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Und das riecht bestimmt wie ein Blumengarten. Oh, herrlich. Vielen, vielen lieben Dank. Ganz, ganz... Warum schmeiße ich heute alles weg? Ein ganz, ganz toller floraler Duft. Und als letztes hat sie mir noch ein Yankee Candle Tart Vanilla Lime. Und das hört sich auch total lecker an. Rieche ich jetzt direkt den Kolben dran. Auch wenn ich im Moment nicht so viel rieche durch meinen Schnupfen. Moment, jetzt das kriege ich jetzt nicht offen. Doch. Oh ja. Boah, das riecht auch so toll. Was mache ich jetzt mal als nächstes? Ich weiß es noch nicht, aber ich danke dir von Herzen. Ich mache das sehr gerne, gerade jetzt im Winter. Ich habe von Yankee Candle so eine Lampe, ne, so eine extra für die Tarts. Und ja, vielen, vielen lieben Dank immer. Auch für deine, ja, schöne Post. Es hätte wirklich gereicht. Ja, Dankeschön und liebe Grüße an dich. Jetzt kommen wir zur letzten Versandtasche. Von einer Jennifer, ziemlich groß. Jennifer, ich muss mit dir schimpfen. Auch da hat sie hinten drauf geschrieben, beste YouTuberin auf der ganzen Welt. Und hört ihr das? Also irgendwas bimmelt hier drin. Ja, ihr wisst ja, ne? Ihr macht mir so eine große Freude mit euren Briefen und Karten. Ja, deshalb... Ja, ihr wisst schon, ne? Jennifer. Jetzt gucken wir mal, ob ich hier... Ach, du ahnst es nicht. Jetzt gucke ich erstmal nach... Hier habe ich es, einen Brief. Ach, wie schön, Didel. Das ist so schönes Didelpapier, schaut mal. Ja, ich hatte früher auch ein Fable, also früher war ich auch Didel-Fan. Am 15.11. geschrieben.
Kannst du vorlesen? Das ist toll. Hallo Nadine, ich heiße Jenny und bin 18 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Nürnberg und mache zurzeit noch eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau, die ich nächstes Jahr abschließen werde. Oh, wie schön. Da drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du das gut abschließen wirst. Finde ich toll. Bist du ja bald fertig. Ich finde deine Art und Weise einfach wunderbar. Aus diesem Grunde schaue ich deine Videos jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren auch. Wow. Deshalb schicke ich dir ein paar Sachen und eine Postkarte aus meiner Heimat, Mittelfranken. Ich hoffe, du freust dich darüber. Mit freundlichem Gruß, Jenny. Natürlich freue ich mich darüber. Wo ist denn die Karte? Ja, also ganz, ganz lieben Dank auch, dass du schon ja, seit so langer Zeit meinem Kanal die Treue hältst und meine Videos gerne schaust. Freue ich mich wirklich sehr, sehr drüber. Und wie gesagt, ich drücke dir die Daumen, dass du die Ausbildung gut abschließen wirst nächstes Jahr. So, irgendwo hat sie geschrieben, wäre hier noch eine Karte. Kannst du vorlesen? Ah ja, und dann hat sie, hier ist ein Brief, da steht drauf, nur für dich, bitte nicht vorlesen. Gut, mache ich das gleich. Und hier steht drauf, kannst du vorlesen? Hat sie mir noch was? Ah, da ist die Karte drin. Oh, wie schön, Nürnberg, ja. Romantisches Franken. Das sieht wirklich ganz, ganz toll aus, da wo du wohnst. Ich bin, glaube ich, schon mal durchgefahren mit dem Auto, aber so richtig in der Stadt Nürnberg war ich noch nie. Beste YouTuberin. Für die beste YouTuber aller Zeiten. Schöne Grüße aus Nürnberg. Vielen, vielen lieben Dank. Freue ich mich mega drüber. Ach, so schöne Karten. Aber es ist immer schön zu sehen, wo ihr herkommt und ja, wenn ihr was über euch schreibt. Und das hier lese ich dann nur für mich gleich. So, und dann hat sie mir hier in so einem süßen Organza-Säckchen Teebeutel. Ja. Ah, ihr seid verrückt. So, dann gucken wir mal. Von Lord Nelson. Oh, Wintermelodie. Wintermelodie. Mit Apfelzimt. Ja, das hört sich sehr, sehr lecker an. Hier ganz viele Beutel davon. Mal. Oh ja, das riecht schon klasse. Oh, herrlich. Dankeschön. Von Das Gesunde Plus, Früchte Asien, Früchtetee Asien, Mangolitschi. Ich glaube, den hatte ich schon mal und der war wirklich total fruchtig frisch. Spätestens im Frühjahr, Sommer ist der dran. Aber ich trinke auch so Fruchttees, Früchtetees auch gerne im Winter. Also ja, manchmal mache ich das ja so, ich habe da so einen kleinen Beutel und dann greife ich blind in den Beutel und ziehe mir irgendeinen Tee. So ähnlich wie beim Lidschattenlotto. Dann haben wir von Westcliffe den Himmelsstern. Hat sie mir auch, glaube ich, 5, 6 Beutel reingepackt. Der ist mir auch unbekannt. Was steht denn hier? 5 Früchtetee, aromatisiert mit Sanddorn-Orange-Zimt-Geschmack. Ach, herrlich. Das rieche ich schon. Der wird mir sehr gut schmecken. Liebe Jenny, vielen, vielen lieben Dank. Jetzt haben wir hier noch, oh, das ist ein bisschen platt gedrückt, hat sie mir reingepackt von Aven, Cleanance Expert, also so eine kleine Probe. Aven, da hatte ich doch mal, oder habe ich auch noch dieses, war glaube ich meiner Glossybox so ein Wasser, ach ein Wasserspray, ja so ein Wasserspray fürs Gesicht. Ganz, ganz tolle Marke auch. Und das scheint mir, was bist du denn? Schön wär's. Hautpflege, Pickel und Mitesser. Oh, das ist sehr gut. Das ist wirklich eine Creme. Hier steht nämlich morgens und oder abends auf das Gesicht auftragen. Kann alleine oder in Verbindung mit einer lokalen Behandlung angewendet werden. Also, weil ich habe im Moment so ein bisschen unreine Haut. Liegt wahrscheinlich an meinem süßen Zahn. Im Moment schnuckel ich sehr viel. So eine schöne kleine Flasche. Und werde ich ausprobieren. Ist wahrscheinlich eine spezielle Creme. Ich rieche jetzt nichts. Aber ich glaube, die werde ich heute Abend mal auftragen. Ja, im Moment habe ich so ein bisschen unreinere Haut, wie ich sonst habe. Ja, so ab und zu mal so ein Pickelchen. Ganz, ganz lieben Dank, Jenny. Dann hast du mir hier von Louis Widmer Bronze 02 getönte Feuchtigkeitspflege ohne Parfüm. Oh, eine getönte Feuchtigkeitspflege kenne ich auch noch nicht. Habe ich ja so ein bisschen Angst vor, ne? Wenn das so eine ist, bestimmt so eine Gesichtscreme, ne? Und vor allem der Ton. Hm. Vielleicht werde ich es mal unauffällig testen. Hinterher, ich weiß nicht, hinterher sehe ich,
Naja, das ist schon so, schaut mal hier rein, das ist schon so eine Bronzecreme. Da muss ich überlegen, da muss ich gestehen, da habe ich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich benutze nicht gern so getönte, also ich habe dann Angst, dass das nicht hinterher wieder aus dem Gesicht bleibt das dann, zieht das in die Haut. Aber werde ich mich mal belesen, sehe jetzt nichts auf Deutsch. Schauen wir mal, vielleicht probiere ich es aus, wenn ich mich traue. Dann hat sie mir hier noch Proben rein, oh ja, schön, Biotherm von Aquasource, die hatte ich auch schon mal und Biotherm mag ich sehr. Ist auch eine ganz, ganz tolle Marke. Euboss, sensible Haut, vierfach nutzen. Ach, das ist so eine Hand-and-Repair-Schutz. Das ist prima. Im Moment habe ich nämlich Last mit trockener Haut und vor allem an meinen Händen. Belixos, Herbal, Intensivpflege für schuppende, gerötete, juckende Haut. Also ich habe jetzt keine Probleme mit juckender Haut. Aber halt so ab und zu so trockene Stellen und diese Marke sagt mir gar nichts. Auch probiere ich gerne aus. Dafür ist sowas ja prima. Dankeschön. Und von Eucerin Dermo Purifier Aktivkonzentrat. Aha, ein Konzentrat. Schaut mal. Die Marke sagt mir was. Okay, werde ich ausprobieren. Ja, ich bin gespannt. So, dann hat sie mir noch, die liebe Jenny, ach wie schön, ja, ich bade ja unheimlich gerne, von Tetisep das limitierte Bad Wintermärchen mit Granatapfel-Nelke. Das hatte ich schon mal oder hab's auch noch, weil ich finde das klasse. Das passt einfach jetzt in die Jahreszeit, ne, das ist, ja. Und Tetisep finde ich auch ganz, ganz tolle Bäder. Vielen, vielen lieben Dank, Jenny, Mann. Noch ein Bad. Och, und das ist auch so toll. Ja, von Dresdner Essenz. Winterbeerenbad mit Bärenduft und Mandelöl. Ist auch jetzt limitiert. Und da habe ich schon drin gebadet und fand es ganz, ganz toll. Und deshalb freue ich mich gerade sehr. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe es auch nicht mehr gehabt, oder? Ja, aber ich liebe Dresdner Essenz. Die sind immer so pflegend. Auch Tetisept. Aber Dresdner Essenz noch ein bisschen einen Ticken mehr wie Tetisept. Aber ich danke dir. So, jetzt hat sie mir, Moment, hier sind, glaube ich, noch mal Proben und noch was anderes. Dann habe ich hier noch von Imlan Creme Plus, Wirkstoff Betulin, Bienenwachs und 3% Urea. Medizinische Hautpflege für trockene, empfindliche Haut. Ja, perfekt jetzt für die kalte Jahreszeit. Sagt mir jetzt auch nichts, die Firma. Probiere ich aber gerne aus. Dankeschön. Und nochmal von Belixos, ein Gel, kühlendes Gel bei Rötung, Hautunreinheiten und Juckreiz. Das werde ich auch ausprobieren, ja. Vielen, vielen lieben Dank. Mann. Und dann, genau, das hat auch so gebimmelt. Jetzt hat sie mir hier noch so ein schönes schwarzes Organza-Säckchen reingepackt. Und jetzt gucken wir mal, was hast du mir denn jetzt hier noch Schönes? Mann, wow. Oh, ich liebe sowas. Das ist so wie so ein Bettelarmband. Schaut mal. Mit ganz, ganz vielen Perlen. Dazwischen immer so silberne Elemente. Und dann hängt wie so am Bettelarmband hier. Das sind dann solche Klimperteile. Ach, wie schön. Schaut mal. Dieses hier, diese Perle finde ich auch toll mit den Blumen. Und da hängt dann hier überall. Ach, hier ist so eine kleine Glocke. Passt heute. Werde ich heute tragen. Ist ein bisschen groß, aber ja, wenn ich mich zu Wort melden möchte heute Abend beim Singen, dann klimper ich einmal. Ich mag das. Also, finde ich super, super süß und gefällt mir richtig gut. Vielen, vielen lieben Dank. Wäre aber nicht nötig gewesen, du weißt, ne? Ja, ja, ja. Mann, Mann, Mann. Ja. Wahnsinn. Ja, ich danke euch. Das war jetzt, also liebe Grüße auch, ne, liebe, wie war der Name noch? Nicht, dass ich wieder, ich hatte ja mal so einen Namendreher, ne? Also mich, Jenny, genau, Jennifer, Jenny, ich danke dir und grüße dich ganz lieb. Ja, ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr mir so lieb schreibt und das bedeutet mir ganz, ganz viel.
Und wie gesagt, ich lese das immer wieder mal durch, eure tollen Briefe, eure tollen Postkarten. Und das ist einfach Balsam für die Seele, wenn es einem mal nicht so gut geht. Und die letzten Wochen habt ihr ja mitbekommen, innerhalb von den letzten, waren es 5 Wochen, 3 Sterbefälle. Das zieht einen dann schon ein bisschen runter und man muss dann wirklich sich selber pushen. Und ja, ihr kriegt das immer wieder hin. Ja, dass es mir wieder besser geht und das finde ich toll. Dafür ein dickes, dickes Dankeschön. Ja, das war jetzt die Zuschauerpost. Ob dies Jahr noch ein Zuschauerpost-Video kommt, weiß ich nicht. Glaube ich aber eher nicht, weil wir haben heute schon den, was haben wir denn heute? Den 8. Dezember, glaube ich. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, das Jahr ist bald rum. Gut, also vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich riesig und werde jetzt eure Post schön wegpacken, in Sicherheit bringen und mich, ja, was mache ich jetzt gleich? Ja, jetzt muss ich gleich zum Singen und wie gesagt, ich hab noch so viel im Kopf, was ich machen möchte und ich hoffe, ich schaffe das auch noch so jetzt alles. Auf jeden Fall bemühe ich mich, das könnt ihr mir glauben, weil mir das halt unheimlich viel Spaß macht, das Video drehen für euch. Ja, deshalb hoffe ich, dass jetzt wieder mehrere Videos in kürzeren Abständen kommen. Und ja, dann soll es das erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne, schöne Woche, Restwoche und eine schöne Zeit, eine schöne Adventszeit. Und natürlich ganz wichtig, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz, ganz bald, eure Nadine.